im südlichen Bayerischen Wald nahe der Grenze zu Österreich. Wie heißt man es bei dir, Adolf? Seppenhirsel ist der Hausname. Da kennen uns ganz, ganz viel, Seppenhirsel. Ja, war mein Großvater, der hat Hirsel geheißen, Matthias Hirsel. Und der stammt vom Wiesner Schluck draus da, von Haus, das war der Hausname Seppenhansen. Seppenhansen. Ja. Na ja, und da ist der dann der Seppenhirsel geworden, wie er da reingekommen ist. Und so ist der Name heute noch drauf. Adolf Fenzel ist Witwer. Auch sein Sohn, dem er den kleinen Hof vererbt hat, ist früh gestorben. Jetzt lebt er hier mit seiner Schwiegertochter und seinen Enkelkindern. Untertags ist der Adolf allein auf seinem kleinen Anwesen in der Mesner Schlagerweide. Die anderen sind entweder in der Arbeit, in der Lehre oder in der Schule. Eines der Handwerke, die Adolf beherrscht, ist das Besenbinden. Dreimal gleich viel. Dreimal gleich viel, ja. Das ist eine Winterarbeit. Da geht im Sommer nichts. Das ist wichtig, dass man die richtig straff bindet, weil wenn das Holz einmal eingetrocknet ist, dann wird es sowieso kleiner und dann wird die Sache lockeriger. Darum muss man es auch dann wieder mal ins Wasser werfen, wenn es zu alt sind. Und dann gehen sie wieder ein bisschen auseinander. Die sind geschmeidig und stark. So stark ist kein Mensch, der die so reißen kann. Für den Besen, da kann ich mit allen Nebenarbeiten, so mit 1,5 Stunden rechnen. Und na ja, und das sind dann 8 €. Das geht. Ich habe zuerst einmal um 5 Euro verkauft, aber dann auf einmal haben die anderen haben sie alle schon um 10 Euro verkauft. Da habe ich mir gedacht, bist blöd. Und heute verkaufe ich es mit 8 Euro genauso wie erzählt mit 5. Besen ist fertig. Zwischen Talberg und Breitenberg heißt ein kleiner Weiler Spießbrunn. Hier ist die Familie von Manns daheim. Derzeit leben Philipp und seine Mutter Tilly im alten Draxelhaus in Spießbrunn. Wo Philipps verstorbener Vater seine Töpferwerkstatt hatte, betreibt Philipp heute eine Schreinerei. Philipp ist der älteste von 7 Geschwistern. Er ist Schreinermeister und beschäftigt 2 Gesellen. Die Familie von Manns zog vor gut 40 Jahren in den Bayerischen Wald. Habt ihr immer schon Kühe gehalten, Kühe? Na, am Anfang, wie die Kinder klein waren, habe ich nur Geißen gehabt. Aber später, wie mein Stiefsohn angefangen hat, habe ich ganz bald so eine Jersey-Kuh gehabt. Und von den Jersey-Kühen, da ist die Milch halt total fettig. Und da kann man halt super gut Butter machen. Aha. Dann noch dazu. War das schwierig, das Melken lernen? Gar nicht. Ja, am Anfang, ich hab's bei den Geißen ausprobiert. Da bin ich ganz früh aufgestanden, dass mich keiner sieht. Aber mit der Zeit. Das ist das Seelenfenster. Aber
Das nimmt man her, halt, wenn es zu heiß ist oder etwa geraucht hat darin. Dann macht man es einfach auf. Und hat man frische Luft darin. Aber heißen tut es Zellenfenster? Das heißen tut Zellenfenster, genau. Warum? Das war halt die Bezeichnung dafür, dass wenn jemand gestorben ist, dass man das Fenster aufmacht dann, dass die Seele raus kann. Und das früher ist da überall nur ein Webstuhl gestanden, das sieht man da an die Einkerbungen da drin. Da waren halt die Webstühle da befestigt. Aha. Und früher ist halt ganz viel Flachs angebaut worden und in jedem Haus gewebt worden. Ja. Weil das Haus ist ja von 1769. Und das ist, die Stube ist halt der älteste Bereich. Da war früher halt nicht so ein Ofen, sondern da war ein Kochofen, weil in den Raum hat sie dann alles abgespielt. Und hat die ganze Familie dann auch gelebt. Den Bereich hat es früher gar nicht so als Wohnraum gegeben, weil das war ja dann der Stall. Da die Kühe sind da an der Wand gestanden, haben da beim Fenster rausgeschaut. Und da ist man dann zum Misthaufen rausgegangen. Und jetzt ist halt ein zusätzlicher Eingang. Mhm. Das sind deine Möbel, finde ich. Genau, das sind Möbel halt von uns aus der Werkstatt. Das sind von uns Stühle oder ja, das war meine erste Küche. Und funktioniert immer noch gut? Bis jetzt habe ich noch keine Beschwerden gehört. Das zum Beispiel, das war mein erster Stuhl. Den habe ich mit 8 Jahren gemacht. Darum ist er ziemlich einfach noch. Aber da ist dann schon festgestanden, dass ich Schreiner werden möchte. Und das waren die ersten Versuche halt dafür. Mit 8 Jahren? Ja. Er ist halt ganz, ganz einfach, aber ich bin stolz drauf. Und das ist zum Beispiel jetzt so eine Bank von uns aus der Werkstatt. Das ist jetzt Birnbaum und gleichzeitig dazu nur mit der Polsterung, mit einem Leder von meinen eigenen Kühen. Da. Das Brettspiel auf dem Tisch in der Stube spielt Philipp mit seiner Tochter, wenn sie bei ihm in Spießbrunn ist. Es ist eine Art Mühlespiel, aber hier frisst der Fuchs die Hennen. Von der Milch, die übrig bleibt, schöpft Tilly jeden zweiten Tag den Rahm ab und schlägt Butter daraus. Was magst du mit der Magermilch, Tilly? Im Moment kriegen das die Hühner. Hm. Wenn die so eine gestöckelte Milch ist, also so eine zusammengestandene Milch, dann kriegen es die Hühner. Die mögen das im Moment total gern. Jetzt stehen sie halt ziemlich tief unten, da sieht man nicht so, wie groß sie eigentlich sind. Aber wenn man so daneben steht. Aha. Sieht man doch, was für große Viecher sind. Mittel. Das ist eine von meinen ältesten Kühen. Die ist jetzt 14 Jahre alt. Und das ist eigentlich schon ganz gut, wenn Kühe auch so alt werden können. Dann haben sie wenigstens gute Charakterköpfe und nur schöne Hörner. Weil oft werden halt bei den Kühen die Hörner entfernt, dass man halt auf kleiner Fläche mehr Kühe halten kann. Und das ist, finde ich, muss nicht unbedingt sein. Die schaut ein bisschen verwegen aus da mit ihren verdrehten Horn. Die hat sich einmal das Horn verletzt. Aha. Und dann ist wieder so komisch nachgewachsen. Und die andere Seite muss man halt ab und zu die Spitze nachschneiden, weil das wächst so komisch dann ins Auge rein. Das Grenzstüberl von der Mesner Schlagerweide.
Hier treffen sich Österreicher und Bayern zum Eisstockschießen. Der jetzige Grenzstüberlwirt und der ehemalige, der Jogl Franz und sein Schwiegersohn Roland, wollen die Eisbahn wieder herrichten. Was? Da ist ein Eis drin. Das Agentur, da können wir wieder schießen. Und der erste, der was immer Teisbar hat, da treffen sie die Leute, die was später dann Teisbar kriegen. Da fällt dann schon ein paar. Weil die Leute, die was auf einer Eisbar auffangen, die bleiben dann dort. Ja. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir es rausbringen, dass wir die Leute wieder da haben. Sarah, schaukeln. Nah am Grenzstüberl beim Ziemerin am Mühldämmelberg leben Florian Richtsfeld und seine Frau Marie. Ole, da brauche ich einen Liter. Ah ja, hab ich nicht. Nächstes Tag. Ole, da einen Liter brauche ich. Ein Liter? Ein Liter Sonnenblumen. Aha. Und dann tue ich das weg und auf den Schub und auf das drin. Und das muss ich wieder vier da, weil Daumen rüber. Wenn ich da auf einen Daumen her und fressen die Fuhr da. Und da mache ich aber zu. Aha. Aber jetzt habe ich nicht mehr viel Daumen. Aha. 10 habe ich gehabt, jetzt habe ich nur 2. Ach so? Ja, da habe ich. Hat es alle mitgenommen. Rundum gibt es keinen Daumen nicht mehr. Ich habe mir sie alle Fuhr, den habe ich da. Hahaha, ja, so ist es. Ja, beim Florian war es wie bei den meisten Waldlern seiner Generation. Er ging einer bezahlten Arbeit nach. Und seine Frau bestellte daheim die kleine Landwirtschaft. Als seine Frau Marie sich einmal für längere Zeit nicht um die Kühe kümmern konnte, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sie zu verkaufen. Heute geht alles in die Arbeit. Die kleinen Betriebe haben die angefangen beim Berium. Beim Reischl, die haben da neu gebaut, weil sie so brennt haben. Mir, beim Stolber, beim Starhansel, beim Obernetter, beim Jogl, beim Kindertäter, beim Schusterum, alles hat aufgehört. Ich war kein Vieh mehr. Nichts mehr. Wie viele Kühe hast du gehabt? Fünf. Fünf Kühe. Fünf. Ein ganzes Stück, wie ich es hergegeben habe, in einem Nachmittag, der Rüttich scheint da. Die hat mir das ganze Fisch gekauft. Und am Nachmittag hat er alles geholt mit dem Fischwagen. Ja, ich bin 4 Wochen nicht in den Stall rausgegangen. Ich habe keinen Mist nicht weggerannt. Ich habe keine Ketten nicht oben da. Eiskalt im Haus. Nichts mehr hat sich geriert. Ich war traurig. Marie weckt ihren Mann morgens immer durch Klopfzeichen. Das hört er. Weil da oben ist das Schlafzimmer und das ist die Holzdecke und das hört man. Aber das ist alle, wenn er nicht aufsteht, von einem selber und die brauchen Ecker, oft wird geklopft. Im südlichen bayerischen Wald stehen viele Passionskreuze. Da sind neben dem Gekreuzigten auch Symbole aus der Passion Christi ans Kreuz genagelt. Diese Kreuze stammen meistens aus der Hand des 1880 verstorbenen Herrgottschnitzers Josef Weidinger. Der Samstag vor dem Faschingssonntag beim Frickenhammer Schmied in Mesnerschlag. Die Schmiede ist auch ein Gasthaus. Die gediegenen Tänze werden in der Gaststube getanzt. Daneben in der Esse der alten Hammerschmiede richtet sich die Jugend ein. Franz Auer, der alte Frickenhammerschmied, zeigt mir Werkzeuge, die er selber noch geschmiedet hat. Jawohl, prima. Erwin, hilf mir
geschwind. Das kostet drauf. Boah. Im Hinterhof kochen seine Tochter Marianne und Erwin, ihr Mann, die Sauköpf fürs morgige Saukopfessen. Raucht sauber, wie? Ja. Die sind jetzt 4 Köpfe, praktisch 8 halbe die. Und die werden jetzt gekocht und morgen werden sie gegessen. Da kommen die Musikanten und da spielt die Musik, da geht's rund. Heute im Kaffeekranzl, da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt den Schluft erwischen oder nicht. Kann sein, dass wir gar nicht ins Bett kommen. Und morgen auf die Nacht um 12 Uhr ist dann fertig. Da haben wir auch fertig. Ja. Ja, da haben wir ein wenig Essen, ich nehme es gleich in den Schmarr ein wenig an. Faschingssonntag. Die Sauköpfe sind gegessen. Am Nachmittag findet beim Frickenhammer vor dem Gasthaus ein besonderer Wettkampf statt. Der Fenzelhans wettet, dass er mit seinem Mercedes MB-Truck den vollbeladenen Getränkewagen vom Fischerhirs wegzieht, obwohl dieser mit all seinen PS dagegen hält. Wer gewinnt? Nein. Fischer. Schon? Fischer, ja. Hat letzte auch gewonnen. Michael Laus, der Bildhauer, setzt auf den Hirs im Getränkewagen. Am nächsten Morgen steht Michael Laus wieder im Atelier. Fast perfekt. Und so, aber mir gefällt jetzt dieser Bereich. Da bin ich ja jetzt so zufrieden mit meinem Kopf. Und so handle ich mich jetzt einfach entlang, bis ich zufrieden bin. Wie ich das mit den Armen mache, wird eine riesen Herausforderung. Also der Grundgedanke soll ja in die Höhe streben, weil die St. Anna-Kapelle riesen hoch ist. Und im unteren Bereich ist ja, das ist ja eine moderne Ausstellungsgalerie, so ein wichtiger Platz in Passau. Und der Überbereich ist nur Kapelle. Und den will ich überschreiten. Also von unten, von der modernen bis auf in diesen Kapellenraum soll auf lang. Alles mit Holznägeln? Ne? Ja, also nur Holznägel. Das ist, weiß ich nicht warum, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da jetzt einen Schrauf oder einen Nagel reinhau. Das passt nicht. War einfacher.
Das tut weh. Das tut irgendwo weh. Weiß ich nicht. Das ist auch, wenn man auch bewegt und knarzt so. Gell? Ja. Das ist auch zum Beispiel, was für Holztübeln spricht. Ja. Weil es einfach klingt und wenn man es zusammenschraubt, dann ist es so fest und starr. Und ja. Genauso eine Starre interessiert mich nicht. Mich interessiert das Zerbrechliche. Ja. Ein Kopf taugt mir voll. Weil das ist so, weil das auch, weißt, dass man nicht, dass man sich nicht zu stark an der Anatomie festhält. Weißt du, schau, der Kopf ist überall nur ein Kopf. Gell? Ja. Das ist schön. Und das durchhandelt man sich dann ein wenig entlang, weißt, wenn man dann sagt, okay, genau so ist es jetzt recht, jetzt passt, jetzt stimme ich überein. Ja. Weil es gibt ja sonst keine Richtlinie, wie die eigene Übereinstimmung. Gell? Und wenn ich merke, jetzt stimme ich wieder ein, dann kriege ich auch wieder Wind, wie man sagt, oder Auftrieb, dass ich dann das andere nicht weiter tue. Ja. Und wie ist das Gegenteil? Ah, es ist das Gegenteil. Du drehst dich im Kreis, du gehst den ganzen Tag umeinander und auf flüchtet man aus, tut irgendwas ganz was anderes, weil es nicht mehr weitergeht. Weißt, weil man einfach, und dann bringst du die einfachsten Bredeln nicht zusammen. Ja. Also ich versuche dann ein Brett zum anderen und es wird mir nicht passen. Ja. Der Fasching war nicht schlecht gestern. Ne? Nein, war super. Ja, war schön, war lustig. Ja. Also ich hab's bis rein, ich war unten und war richtig schön. Aber das mit dem Autozirchen, das war auch lustig. Ja, so Sachen fallen den oft da unten. Aber das war gut gestern, weil ich habe bei so Sachen ein bisschen Baumel, weil da kann auch was passieren. Auch, ja. Aber mit der Stange, mit der Schleppstange war das ziemlich sicher. Gell? Weil ich kann höchstens beim Auto eine Kupplung oder ein Getriebe brechen oder so. Ja, du kennst dich aus, gell, bei den Lastwagen. Ja, schon. Aber das ist schon so lange aus, das war fast wie in einem anderen Leben. Ich war auch mal Lastwagen gefahren. Und dann, wie bist du dann aufs Schnitzen gekommen, aufs Bildhauer? Puh, also so ganz genau weiß ich es nicht, aber irgendwie habe ich das, also im Nachhinein, glaube ich, denkt man sich das so zusammen. Aber, so. Aber ich habe schon als Kind immer gezeichnet und auch als Bubo war ich ein wenig so rumgeschnitzt. Ja. Wir haben auch kein richtiges Schnitzwerkzeug gehabt, aber ich habe mich dann an die Baumstümpfe bei uns im Gesicht reingesetzt. Aber es hat niemand dran gedacht, oder ich auch nicht, dass man das einmal beruflich tun kann. Naja, nachdem ich mir die Berufe, die ich alle gehabt habe, die haben mir alle nicht gefallen. Und ich bin damals auch nach Italien gekommen, nach Quercetta, ja. Pietrasanta, da in die Steinbrüche, was die großen Marmorbrüche haben. Und da habe ich Steine runtergefahren nach Deutschland. Und da war so große Marmorblöcke. Und da habe ich die Bildhauer oft zugeschaut. Und ich habe mir gedacht, wow, das hat fasziniert. Und naja, das hat mich bestärkt, halt mehr zu tun in meiner Holzgeschichte. Und da habe ich immer geschnitzt und geschnitzt. Und irgendwann denke ich mir, das mach's zum Beruf. 1984 habe ich einen Job geschmissen und habe als Schnitzer angefangen. Für die Besitzer des Götzer Granitbruchs hat Michael einen hölzernen Schafhirten geschaffen. Michael hat die Figur an den Rand des Steinbruchs gestellt. Er wollte, dass sein Schäfer einen weiten Blick über den Bayerischen Wald hat. Der Seniorwirt vom Grenzstüberl, der Franz, zu dem jeder Jogel sagt, ist auch Jäger und Kleinbauer. Das ist unser Wald. Hat jeder Waldler ein bisschen Wald? Jeder. Jeder hat ein wenig Wald dabei. 3-4 Tagwerk. So was umeinander. Der Wald ist unsere Heimat. Das gehört dazu. Ja, man macht sich ja Sorgen drum, wenn ein schwerer Sturm ist. Oder heuer ist es ein bisschen leichter mit dem Schnee. Aber manchmal haben wir schon viel Schneedruck gehabt. Und das tut dann schon leid, wenn du siehst, da die schönen Bäume da. Aber so ist es in der Natur. Aber ohne Wald, da war nichts. Ein Weidler ohne Wald, das ist unmöglich. Und er hat sich auch wieder erholt, muss man auch sagen.
Es hat schon mal ein wenig schlechter ausgeschaut. Und jetzt ist er wieder auf dem guten Weg. Haben wir drin. Ganz nah an Jogels Revier fließt der Grenzbach durch den Wald. Ja, der hat es. Aber da steht ja Ö um für Österreich. Also da haben wir jetzt am Ochsentrieb. Das war ein Steig, wo es früher Viecher drin haben. Und zwar illegal, also geschmuggelt. Manchmal ist es hinübergegangen, ist das österreichische. Und manchmal ist es ein österreichisches, das bayerische gegangen. Je nach, was halt billiger gewesen ist, was sich rentiert hat, zum Schmuggeln. Manchmal hat es lustige Geschichten gegeben, aber auch traurige Sachen. Also da haben sie gar nicht weit weg, vielleicht einen Kilometer weg da von Ochsentrieb, haben sie einen jungen Buben erschossen, einen jungen Mann erschossen. Der war schwerhörig und der hat er ganz geschmuggelt. Voller Heilen. Und dann hat der Zollbeamte angerufen, also angeschrien, halt, stehen bleiben. Und ja, der hat es aufgrund seiner Schwierigkeit hat das nicht gehört. Und dann hat er schießt nachher, auf eine weite Entfernung hat er nachher geschossen. Und dann hat er trotzdem in den Hinterkopf geschossen, war so mausetot. Das war natürlich schon eine tragische Sache. In keiner Relation zu dem, sondern ganz wert. Was ist also ganz wert, sag ich, wenn ich mal das in Geld ausdrücken will. Am Grenzstüberl auf der Eisbahn kann Michael endlich wieder die Fursen haken. Den mit rum mache ich jetzt. Ja, aber mit dem Leo blieben, Mann. Ja. Ist ja was zu aushand. Das ist der von den Ursachen. Jawohl. Ah, das ist jetzt eine feine Sache gewesen. Und wie viel Spitzen mal? Guckt gar nicht. Auf 50. Da ist ein Teufel. Was ist der Geld? Jetzt geht für die Arme. Ja, wie es dann abgegangen ist. Ist ja wurscht. Thalberg. Thalberg war früher eine eigene Gemeinde und gehört heute zu Wegscheid. Es ist Aschermittwoch. Kooperator Schubert wird den Gläubigen bald die Asche auflegen. Asche. Und die reicht? Allein, da bleibt was über. Was überbleibt? Wissen Sie das, wo das hinkommt? Nein. Das streut man am Friedhof aus. Verstehe. Schmeißt man nicht irgendwo hin, sondern kommt auf den Friedhof, die Gräber oder wo frei ist. Auch. Die Kirche und der Pfarrhof sind aus heimischen Granitsteinen gemauert. Thalberg ist ein schönes Dorf, sage ich dem Mesner Hermann Klinginger. Ja, schon. Schön und nicht auch. Haben wir nicht mehr ein Wirtshaus. Da haben wir schon warm dran. Früher haben wir drei Grammeln gehabt. Ein Tankstuhl haben wir gehabt. Zwei Wirtshäuser. Und heute ist das alles gar. Gut. Ist die Asche? Seien Sie von da? Hochhören. Sind Sie vom? Nein, ich stamme nicht von da. Vom Erzgebirge. Genau nördlich von uns. Zweimal über die böhmische Grenze. Das ist im Süden von der früheren DDR. Ganz selbe Höhenlage. Selber Winter. Heuer haben wir sogar noch mehr Schnee da vorne. Ja. Da hat es öfter geschneit. Ja. Wenn er von Norden herkommt, da bleibt er besser hängen. Russland außer. Ja. Und den böhmischen Wind kommen wir da auch nach. Und wollten Sie da her, oder?
Ja, ich bin, wie ich studieren angefangen habe, nach Passau ans Priesterseminar. Und dann wird man halt geschickt, wo man hin soll. Und gefällt es Ihnen da im Bayerischen Wald? Wunderbar. Wunderbar. Bin ich so froh, dass ich hier bin. Ja. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Der Wegscheider Gemeindearzt Götz Erhardt, zu dem alle Putz sagen. Beim Kaidan wartet die über 90-jährige Maria Gruber auf den Doktor. Hat es gestern nichts geholfen? Nein. Dann geben wir heute nur stärkere Spritzen. Ja, ja. Okay. Haben Sie schlafen können heute? Doch, schlecht. Schlecht. Die Tabletten habt ihr aber nicht mehr gegeben, was ich gekriegt habe gestern. Nein, die habe ich nicht mehr, die habe ich geklemmt. Wo tun wir es denn hin? Können Sie den Arm freimachen? Ja. Tut aber ein bisschen weh, gell? Ja. Geht? Ja. Geht gut, gute Besserung. Vielen Dank. Wieder schauen. Gute Zeit. So. Tschüss. Geht euch. Der Doktor ist auch ein Jäger und ein guter Sänger. Er ist Mitglied im Bayerischen Waldverein und Gemeinderat in Wegscheid. Dr. Erhardt hat alle Weidinger Kreuze, die es im Bayerischen Wald gibt, fotografiert und ein Buch gemacht. Jetzt führt er uns zu dem Weidinger Kreuz in Kroding. Die meisten Sachen weiß ich. Ganz oben die Uhr, wo der Todeszeitpunkt vom Jesus festgehalten, wo die Uhr dann stehen geblieben ist, wie er gestorben ist. Dann der Kelch als Symbol für den Leidensweg der Menschheit. Das heißt ja in der Bibel irgendwann, oh Herr, lass den Kelch an mir vorübergehen. Rechts ist der Wasserkrug, das ist das Wasser, mit dem sich der Pilatus die Hände gewaschen hat, um sich von der Schuld frei zu waschen. Dann die Hand, Sibyl, da hat er mal eine Ohrfeige gekriegt von einem der Frager bei der Untersuchung. Und der hat ihm dann eine geschmiert, weil er nicht so geahnt hat wollte. Und das ist diese Hand. Dann die Würfel, mit dem die Schergen um die Kleider gewürfelt haben von Jesus. Die Beifiguren sind immer gleich. Der hat also immer die gleichen Beifiguren bei allen Weidinger Kreuzen. Und die sind immer gleich geschnitzt worden. Und das war ein Bauer, gell? Ja, das war. Das war ein Kleinbauer, kommt aus einer Bauernfamilie und hat dann als Schnitzer gelebt und als Knocheneinrichter. Ach so. Ja. Dann war der Kollegen. Quasi. Ja, ich kann nicht so gut schnitzen. Stachein hat das. Der Wegscheider Skilift. Dienstag. Um 6 Uhr bei mir. Um 6 Uhr bei dir am Dienstag? Vor dem Fußballspiel. Okay. Der Doktor bespricht mit dem Lucky, wann sie die nächste Singprobe ansetzen. Beide singen im Wegscheider Dreigesang. Der Lucky Oberneder betreibt den Skilift im Auftrag der Gemeinde. Morgen aufhören? Ja, morgen. Und morgen, wenn es nicht anders sieht, dann hören wir auf.
Wir bringen nirgends mehr Schnee rein. Ich werde da bei der Lifttrasse auf. Das nützt nichts. Die Schaufel schon wieder rein, stundenlang, und der Bani, der schiebt rein und bringt nichts mehr rein, weil wir keinen Schnee haben. Ja. Weil wir zu wenig. Weil wir zu wenig. Ja, ich habe halt jetzt die Woche aufgemacht, weil Kinder Ferien gehabt haben bei uns. Und dass die Kinder ein wenig zum Skifahren kommen. Jetzt haben wir in der Woche haben wir das Lauf verlassen. Gell? Weil ich weiß, nächste Woche noch angebracht, weil die Österreicher haben Energieferien nächste Woche. Mhm. Aber wenn kein Schnee kommt, dann blamieren wir uns ja gerade. Nützt ja nichts. Okay, Luki. Passt. Servus. Servus, bitte. Weil da haben ja die Kinder, die bei uns ja größtenteils von Kinder, die sind ja jeden Tag da. Die, wir jetzt in die Ferien, die kommen um 10 Uhr in der Früh, fangen wir an. Und dann bleiben sie da bis um 10 Uhr auf Nacht, weil wir Nachtskilauf auch haben. Wir gestern Abend, also die haben um 10 Uhr gekommen, die Kinder. Und dann um 4:30 ist heute aus. Dann gehen sie in die Heindl-Mui, essen sie Schnitzel, gehen Karten spielen. Und um 6:30 stehen sie schon da. Ich möchte vielleicht ein wenig schlafen, weil ich muss rosten. Und dann muss ich in den Lift. Und dann bleiben sie da bis um 10 Uhr. Und heute in der Früh sind sie schon wieder da. Aber das ist, so wollen wir es ja. So gut. Die Eltern bringen Kinder und sagen, ja, da unten ist jeder Luki oder Tilde, gell, die kümmern sich schon drum. Gell, da haben die Telefonnummer, haben sie da oben drin, wenn was ist, der Luki ruft dann an. Und dann kommen, dann rufe ich an, du, im Pauli geht's schlecht, oder den hat's geschmissen, der mag heim, oder, so lauter so Sachen. Naja, und das mache ich halt, das ist eh klar. So ist das eigentlich. Und übersichtlich, nicht mehr. An jeden kenne ich. Ist auch gut. Aber ein schöner Hang. Ja, ist ja ganz. Also, es hat 100, gute 100 Höhenmeter Unterschied. Also, ein schöner Slalom. Die Wegschorder proben meistens in dem Haus am Rumansberg, das der Doktor von seinem Vater geerbt hat. Zu dem Wegschorder Dreixang gehören außer dem Doktor und dem Luki noch der Lehrer Rudi Ullmann und der Zitterspieler, der Wildpassinger Hans. In der ganzen Stadt, da brennt kein Licht, nur im Schmied sein Haus, da brennt ein Licht. Wo sie den Herrn Jesus die Nägel schmieden tun, waren seine Hände am Kreuzbalken ruhen. Schmiedet nicht die Nägel so lang, dem Herrn Jesus sein Händlein nach dir verlangt. Wie oft kommst du da zusammen? Jeden Dienstag. Jeden Dienstag? Jeden Dienstag. Und da machen wir es meistens so, im Herbst, wo es halt schon auf Kälte ist, da kommen wir her, dann warten wir ein, und dann gehen wir um den Rumansberg rum. Weißt du, da gehen wir da dreiviertel Stunde, oder? Ja. Dreiviertel Stunde oder eine gute halbe Stunde. Und dann, wenn wir rüberkommen, ist es warm. Aber du wohnst jetzt richtig in München? Ich bin richtig in München, ja. Mit Familie? Genau. Ja, mei, das ergibt es ja jetzt so. Man geht halt da mal rauf zum Studieren und dann fahren wir halt dort rum da. Aber ich komme immer gerne runter. Ne? Wo hast du studiert, Putz? In Tübingen, die Hälfte und dann in München. Und du hast da nie überlegt, in München zu bleiben? Nein. Ich habe immer schon meinen Beruf ausgewählt, dass ich da herkomme. Also, ich hab das Haus hat man schon, das habe ich von meinen Eltern schon gekriegt, aber 18 Jahre. Und ich wollte immer hierher. Also, ist auch schön. Ja. Ich war vorher bei der Post. Ich habe Automechaniker bei der Post gelernt in Ringsburg. Family-Handwerker nur dazu. Und 1968 bin ich dann zur Polizei gegangen. Da war ich auf der Stamm Chiemsee unter, Ausbildung. Und dann in München, am Revier. Dann nochmal in Reihau und. Und dann bin ich nach Wegscheid gekommen. Auf der Stadt, nur in Bayerischen Wilden, Neidegenau war einer drin. Und dann Wegscheid, Grenzpolizei. Auf deiner Suche hin? Ja, ja. Also auch
Richtung Heimat, weil ich, der Vater war allein und dann habe ich das Haus genommen daheim, das Elternhaus. Und dann habe ich 25 Jahre weggescheit, Polizist, allgemein polizeilich halt. Und dann die letzten 10 Jahre in Hauzenberg. Aber das Normale ist das nicht, wenn jemand Abitur macht und dann studiert, die sind schon meistens dann weg. Die kommen nicht mehr zurück. Weil die keine Arbeitsplätze sind. Weil die, für mich einfach die Fördermittel zu viel in die Zentren laufen. Ich glaube, ich bin fest überzeugt, wenn die gleichen Fördermittel hierher laufen, in die ländlichen Gegenden gehen die Leute her, weil die Lebensqualität ja viel höher ist. Mhm. Und uns geht ja nicht gesagt, wir haben Internetanschluss fast jetzt an jeden Kauf. Warum? Ist auch ein WLAN-Anschluss über LTE. Und ich habe halt einen viel höheren Freizeitwert. Ich verliere keine Minuten im Auto oder Raumfahrt oder sowas. Ja, wir haben Pendler, die von da herunten jeden Tag nach Dingolfing fahren ins BMW-Werk. Oder ich habe Kollegen, die von jeden Tag von da herunten nach Straubing oder nach Ringsburg. Jeden Tag. Das sind 100, auf Ringsburg haben sie hin und her, von da weg 150 Kilometer. Pendeln jeden Tag. Die fahren mit dem Auto nach Passau, dort steigen sie in den Zug ein und fahren nach Ringsburg. Oder Finanzbeamte nach Landshut, das Zentrale. Fahren sie pendeln, weil sie daheim bleiben in der Umgebung bei uns. Nach ein paar freien Tagen im Fasching wird in Spießbrunn wieder gearbeitet. In München ist bald Handwerksmesse. Und Philipp will dort eine kleine Auswahl seiner Möbel zeigen. Und diese ganze Gruppe, Philipp, kommt jetzt nach München? Das kommt jetzt nach München, ja. Wie jedes Jahr im Frühjahr ist in München jetzt wieder die Handwerksmesse. Und da stellen wir unsere Sachen halt jetzt hier aus. Und das ist wichtig? Schon, weil wenn man so versteckt wohnt, muss man irgendwo an die Öffentlichkeit gehen. Das gehört dazu. München und der Umkreis von München, das ist ungefähr die Hälfte von unserer Arbeit. Ja. Und die andere Hälfte schon, aber auch bei uns in der Gegend. Ja. Und die Mischung ist eigentlich ganz schön dann. Dann zeigt uns der Philipp, der Schreiner und Bauer, noch etwas, das man in dieser Gegend nicht vermutet. Einen kleinen Weinberg. Hast du die schon ausgeschnitten, oder? Die werden jetzt erst ausgeschnitten dann. Und da muss man halt dann auch schauen, was für Triebe abgefroren sind. Weil das kann ganz leicht passieren. Weil es bei uns doch ziemliche Fröste gibt. Aber wie bist du drauf gekommen, in der Gegend einen Wein zu pflanzen? Und das war einfach ein Versuch, wenn man gern Wein trinkt. Dann, und gern mit Obstbäumen arbeitet. Und dann habe ich es einfach mal mit Weinstöck ausprobiert. Und funktioniert? Haut ganz gut hin. Aber man muss halt aufpassen, dass man schneller ist wie die Vögel. Aha. Weil die Vögel sind auch schon am Geschmack gekommen. Das sind die Trauben, die wo dann im Herbst die Vögel sich geholt haben. Heuer, sagt Philipp, will er die Trauben nicht mehr mit den Vögeln teilen. Er will die Weinstöcke mit Netzen abdecken und seinen ersten Wein keltern. Weißwein aus dem Bayerischen Wald.